Es gibt immer eine Jeopardy-Kategorie, die richtig kompliziert und scheiße ist. Und das ist diesmal diese hier. Ich glaube, für Basti ist das einfach zu einfach, deswegen denkt er zu kompliziert. Und ich denke halt gar nicht und deswegen ist auch falsch. Und Nick ist genau in der Mitte, er ist perfekt dafür. Es ist und bleibt wirklich sehr, sehr spannend. Also Spielprinzip funktioniert auf jeden Fall so, ihr habt, wie ihr das seht, 5 Kategorien, die sind jetzt noch nicht aufgedeckt, aber die werden wir gleich aufdecken, dann seht ihr die Kategorien. Und es gibt aus jeder Kategorie 5 Fragen. Es gibt einfache Fragen, die geben weniger Punkte als die krassen Fragen. Wir haben von 100 bis 500. Und ihr dürft immer raussuchen, welche Kategorie und was für eine Punkteanzahl ihr haben wollt. Es dürfen aber immer alle antworten. Also eigentlich ist es ein bisschen egal, was ihr sagt, weil es kommt eh alles einmal ran. Aber ihr dürft aussuchen, dann darf jeder buzzern. Wenn man falsch buzzert, also buzzert und was Falsches sagt, kriegt man die Punkte abgezogen. Wenn man richtig buzzert, bekommt man die Punkte plus. Und wenn man falsch geantwortet hat, darf man danach auch nicht nochmal buzzern für diese Kategorie und diese Punkteanzahl. Also für diese eine Frage. Und am Ende gehen 2 Leute von euch ins Finale. Das funktioniert dann nochmal ein bisschen anders. Das erkläre ich dann, wenn es soweit ist. Wir haben auch diesmal wieder 2 Boards. Heißt, wenn ein Board durch ist, kommt das zweite und das zweite gibt doppelte Punktzahl wie das erste. Ich mache euch mal das Board auf. Wir haben einmal Cursed Promis. Wird sich erklären. Da seht ihr dann immer Bilder. Mhm. Nächste, das fragt man sich. Dann haben wir eine Kategorie, Musik in meinen Ohren. Da geht es um Musik. Die Tiere der Welt, da geht es um Tiere. Und wir haben, auch wenn es schon ein bisschen zu spät ist, immer noch Spooky Season. Da geht es ein bisschen um so November-Fragen. Nick, auf was hast du Bock? Auf Spooky Season 300. Okay, Spooky Season 300, unerwartet. Aber dann gehen wir direkt mal da rein. Was wird neben Halloween am 31.10. in Deutschland gefeiert? Ihr könnt jetzt theoretisch buzzern. Theoretisch? Basti hat gebuzzert. Reformationstag, Martin Luther. Wir haben ja, glaube ich, vor 4 Jahren haben wir 500 Jahre, glaube ich, Jahrestag gefeiert. Also Reformationstag, Martin Luther. Ich sag's dir nie. Das ist richtig. Dann können wir nicht die mit 900 Jahresanzahl, Digga. Guck mal, weißt du? Ach, nee. Ja, das war richtig auf jeden Fall. Die ersten Punkte gehen an Basti schön vorgelegt. Und Basti, du darfst auch direkt die nächste Kategorie und Punkteanzahl raussuchen. Ich muss sagen, ich habe extra vorher gefragt, ob es irgendwas mit Flaggen oder so gibt. Toni hat nur gesagt, dass beim letzten Mal gab es Flaggen. Ich wurde ein bisschen geködert. Ich weiß gar nicht, was ich am besten finde. ich nehme die Welt der Tiere 200. Hierbei geht's darum, wem die Fußspuren gehören. Und ihr bekommt jetzt ein Bild. Nick? Einem Bären. Das ist richtig. Das hast du super schnell erkannt. Oh. Ich war mir nicht sicher. Ich wollte auch drauf drücken. Aber das war stark. Dann darf Maxi als nächstes seine Kategorie auswählen. Auf was hast du Lust? Ich glaube, ich nehme einfach mal Cursed Promis 300. Okay, es kommen hier jetzt auch immer Bilder. Und ihr müsst quasi sagen, wer das ist unter dem Foto. Sieht gut aus. Ich hab keine Ahnung. Ich habe auch so ein Problem mit Namen. Ich weiß, wer das ist. Ich kenne den Namen. Ich hab den Namen vergessen. Was denn gebuzzert? CDU-Politiker Amthor. Philipp Amthor. Das ist richtig. Das wäre das richtige Bild gewesen. Aus dem Villager. Dann haben wir die erste Runde durch. Basti führt gerade mit 600 Punkten, aber es ist noch alles offen. Eine Frage, also eine 500-Frage gibt 500 Punkte, von daher ist es immer alles zu holen, vor allem auf dem zweiten Board dann noch. Nick, du darfst dich wieder entscheiden, was hättest du denn gerne? Okay, da fragt man sich 400. Da gibt ordentlich Punkte. Ihr kriegt eine Aussage und ihr müsst quasi die Frage mir formulieren. Die Abkürzung steht für das bürgerliche Gesetzbuch. Basti? Bin ich das BGB? Oder wie? Du musst eine Frage formulieren. Du musst quasi die Frage formulieren, also, wo das die Antwort zu ist. Ich bin ausgeschrieben das BGB. Ist noch, können wir noch keine Frage. Es ist eine Frage. Also, bin ich ausgeschrieben das BGB? Okay, jetzt haben's. Ist falsch. Ich gebe dem Wasser wieder frei. Nick? Was bedeutet die Abkürzung BGB? Das ist richtig. Basti, wir haben's. So muss es sein. Sehr gut, Nick. Das war richtig. Es gibt nur eine Lösung dafür, oder was? Nee, aber deine Frage, die du gestellt hast, hätte nicht die Antwort gehabt. Die Abkürzung steht für das bürgerliche Gesetzbuch. Basti hat Web bin ich gespielt, ja. Okay, Basti, du darfst als nächstes raussuchen, die Kategorie. Ich nehme Cursed Promis 200. Okay, Cursed Promis, dann macht euch bereit. Wen haben wir hier? Basti? Das ist Ariana Grande. Das ist richtig. Stark.
Strong. Ja. Das hätte ich aber auch gewusst, ganz klar. Also ich hatte nur den Vorrang gelassen, Basti, ne? Das weißt du. Okay, Maxi, du brauchst eine Kategorie, du brauchst Punkte. Ja, ich fühle mich, glaube ich, am wohlsten bei die Welt der Tiere mit 400. Abfahrt, komm, Rainer. Wir haben hier ein Tier und ihr müsst mir sagen, was für ein Tier das ist. Es ist verpixelt. Orang-Utan? Maxi, das ist leider falsch. Ich gebe euch den Buzzer wieder frei. Aber ist ein schwieriges. Nick, du kannst gerne drücken. Ah, jetzt, ich glaube, ich sehe. Nee, also wirklich, ich bin mir da. Ich hätte auch Orang-Utan gesagt, deswegen ist gut, dass ich nicht gedrückt habe. Alright, dann schließen wir die Frage ab. Es wäre gewesen der Biber. Leute, war doch easy. Wir sind immer Musik in meinen Ohren, 300. Alright, Musik in meinen Ohren, 300. Ist eine Frage, ist machbar. Welche Musikerin sollte für 8 Jahre ins Gefängnis aufgrund von Steuerhinterziehung im Wert von 14,5 Millionen Euro? Nick hat gebuzzert. Shakira. Das ist richtig. Sogar recht recent gewesen, also. Alright, Basti, du bist als nächstes dran. Was sagst du? Dann nehme ich, da fragt man sich 200. Der reichste Mensch der Welt? Elon Musk. Das ist schon wieder keine Frage. Ich gebe dir das verdammt. Jetzt falsch, Nick. Und ich gebe den Buzzer wieder frei. Ich bin so dumm auch. Er ist der reichste Mensch der Welt? Nein, es ist nicht. Der reichste Mensch der Welt, actually. You got a point. Es ist immer noch falsch und ich gebe euch den Buzzer wieder frei. Ihr müsst mir eine Frage formulieren, die das, was da steht, als Antwort hat. Der reichste Mensch der Welt. Ich denke, ich werde nicht buzzern, weil ich glaube nicht, dass es Elon Musk ist. Ich hätte jetzt eher Jeff Bezos oder so gesagt, nee, aber nee, ich bin mir nicht sicher. Elon ist gut an der Spitze. Also ich werde nicht. Vertrau mir, ich kenne mich auch. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es könnte sogar noch wer ganz komplett anderes sein. Also willst du nicht buzzern, Basti? Ich werde nicht buzzern. Aber es wäre gewesen, wer ist Elon Musk? Das wäre die Antwort gewesen quasi. Maxi, du darfst als nächstes. Ich gehe nur mal für die Tiere. 300. Ja. Da sehe ich mich am ehesten noch. Ein Land, in dem es die meisten Kängurus gibt. Nick? Australien. Das ist richtig. Ja, das ist voll doof, dass sie dann so schnell klicken können. Das ist mir gar nicht gekommen. Ich habe halt schlechten Ping irgendwie, glaube ich. Kleine Unterbrechung. Ich wollte euch auch nochmal auf YouTube sagen, dass es einen Restock gibt für den Merch. Und zwar diesen Samstag, der 26. ab 14 Uhr. Die Sachen waren letztes Mal super schön ausverkauft. Wir haben nochmal mit der Produktion gelabert und konnten nochmal in Produktion gehen. Heißt, es gibt von allen Sachen, die es available gab, nochmal jetzt am Samstag einen Restock. Also für alle, die nichts bekommen haben, ich drücke euch die Daumen. Diesmal klappt's und jetzt noch ganz viel Spaß weiter mit dem Video. Alright, Nick, du bist wieder dran. Mach mir nochmal Musik in meinen Ohren. 500. Boah, eine schwierige Frage. Katy Perrys erster großer Hit I Kissed a Girl erschien in welchem Jahr? Das ist halt eine 500er Frage, wisst ihr? Die sind natürlich auch minus 1000, die sind auch schwierig. Das ist so eine richtige Silvestershow Fakten-Ding, so, wenn es einen großen Rückblick gibt. Aber wer die weiß, der kriegt natürlich auch 500 Punkte. Das wäre Nick hat gebuzzert. Er googelt nebenbei, das darf man nicht. Nein. Jo. Ich habe meine Hände hier, wie soll ich gebuzzert haben? Du hast nicht gebuzzert? Nee. Achso, ja gut. Du hast gebuzzert und gegoogelt. Kacke, ne? Dann, ja, hau mal jetzt raus, nenn eine Zahl. Dann mach ich die richtig und nehm dir die Punkte wieder weg. Buzzer ist wieder frei. Also hat keiner von euch gebuzzert. Möchte also jemand von euch buzzern? Riskiert doch mal was, Jungs. Voll lang. Also ich würde riskieren, wenn ich 700 gewinne, aber nur 200 verlieren könnte. Ah. Okay. Also keiner von euch? Nee. Was wären denn eure Guesses gewesen? 2,7. 2,8. 2,5. Es wäre 2,8 gewesen. Naja, hätte es. Gut so. Ja, ich weiß die ganze Zeit Sachen, aber ich werde minus arbeiten, weißt du. Ja, du machst das mit Absicht quasi. Dann darf jetzt Basti wieder raussuchen. Dann nehmen wir Spooky Season 400. Welchem Zweck diente es ursprünglich, sich an Halloween zu verkleiden? Anscheinend auch eine schwierige Frage, hat keiner gebuzzert. Ja. Man merkt auf jeden Fall, je mehr Punkte, umso deutlich schwieriger wird es auch hier. Ganz ehrlich, ich habe Angst, noch weiter minus zu gehen. Dann wirklich noch immer alles gut, scheiß drauf. Ich gönne euch die Punkte, Jungs. Wir machen einfach dieses Minus am Ende weg, Max, dann merkt das schon keiner. Dann buzzer ich und sag, um Geister zu vertreiben. Das ist nicht zählen. Ja, um die Geister zu erschrecken, wäre die richtige Antwort, deswegen lassen wir das zählen. Ich komme zurück. Und da haben wir es. Ich fühle mich wohl. Alright, dann darf Maxi als nächstes raussuchen. Dann, ich glaube, ich gehe für was Neues und zwar die Welt der Tiere 500. Wow, okay. Wieso spucken Lamas? Ja, an sich ja nur, wenn man sie schlägt. Nein, nicht unbedingt schlagen, oder? Ich glaube, Basti. Es reicht auch schon. Bei Minecraft-Witz. Ist mir auch aufgefallen dann. Schlagt bitte keine Lamas. Will jemand von euch noch buzzern? Glaub nicht, nee. Risky. Nee, ich mach sicheres Gameplay gerade. Die Antwort wäre gewesen, um Dominanz in der Herde zu zeigen. Oh, okay. Verständlich, ja. Kennt man. Gut, Nick als nächstes. Cursed Promis 500. Decken wir für euch auf. Wen haben wir hier?
Der ist wirklich bastelt gebuzzert, ja. Peter Zwegert. Das ist falsch. Alright. No. Hä? Ich glaube, egal was man nimmt, es gefühlt alles falsch. Sehr schwer. Also ich sehe auch die richtige Antwort bei mir im Chat, glaube ich, gar nicht. Also Nico und Maxi, ihr wollt nicht buzzern? Nee. Also da erkenne ich ja gar nichts. Es wäre gewesen Günther Jauch. Günther Jauch. Oh. Aber wirklich sehr schwierig. Da fragt man sich 300. Gut, die schwierige Kategorie. Er war von 2009 bis 2017 Präsident der USA. Basti? Bin ich Donald Trump? Diese Kategorie wird nichts mehr mit uns, oder? Nein, 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 ich meine, also, Ist falsch. Ich gebe den Wasser wieder frei. Oh mein Gott, bin ich dumm? Nick? Welche politische Laufbahn hatte Barack Obama? Das lasse ich zählen. Die Frage wäre zwar gewesen, wer ist Barack Obama, aber deine Frage ist genauso eine Frage, die Antwort gibt. Von daher ist das richtig. Ich sehe das hätte auch gezählt, Maxi. Ja, weil ich hätte mit wann gemacht. Hätte auch gezählt. Die wirklich die schwierigste Kategorie. Ich nehme das allerletzte von Die Welt der Tiere. Ich würde es weghaben. 100. Welches Tier nennen wir auch den besten Freund des Menschen? Maxi? Richtig. Gut, und damit ist die Kategorie Tiere der Welt, die Welt der Tiere weg. Und ihr habt nur noch die anderen vier offen. Also Nick ist gerade der Einzige, der hier positiv ist in den Punkten, aber ich glaube noch an euch. Das Spiel kann sich ja immer schnell wenden. Also Nick als nächstes. Was hättest du gerne? Spooky Season 500. Wo findet die größte Halloween-Parade in den USA statt? Guck mal, jetzt würde ich überlegen. War anscheinend auch noch niemand von euch? Nee, zufälligerweise nicht. Und sonst möchte auch keiner von euch buzzern? Nee, ich würde aber gerne die Antwort wissen. Nee. Es wäre New York. Okay, gewesen. Das wäre auch ja. Sehr offensichtlich, aber ist halt eigentlich ein Blind schon. Guess, ne? Dann nehme ich Cursed Promis 100. Alright. Nick? Trimax. Das ist richtig. Okay, yep. Krass. Hm. Dann ist auch Cursed Promis fast. Habt ihr nur noch eine 400er? Dann mache ich die einfach, komm, rein damit. Yep, alright. Dann als letztes Cursed Promis 400. Oh, Nick. Sascha? Das ist auch richtig. Ja, das echt jetzt? Okay, krass. Ja. Mit dem sehr okay. alten Bild aber auch. Mal ein bisschen an den Augen und so erkennen können. Stark, Nick mit 1800 Punkten gerade wirklich sehr stark. Das erste Board ist schon fast fertig. Ihr habt dann noch 2, 4, 6, 7 Fragen übrig. Was hättet ihr denn gerne als nächstes? Da fragt man sich 500. Dann die schwierige Kategorie. Aber ihr kriegt das hin. Das sind die 9 Länder, die an Deutschland angrenzen. Und bitte, wir suchen eine Frage, ich glaube an euch. Basti. Länder. Also, okay, ich muss eine Frage formulieren, wo ich diese 9 Länder dann auch aufzähle. Das bedeutet, das sind die 9 Länder, die an Deutschland angrenzen. Also, wieso möchte ich die ganze Zeit in der Ich-Perspektive die Frage beantworten? Ist das so ein falscher Ansatz? Warum bin ich die ganze Zeit auf Wer bin ich Film? Ich bin... warum muss das denn so? Kann ich dich bitte einfach diese 9 Länder aufzählen? Alter? Es gibt immer eine Jeopardy-Kategorie, die richtig kompliziert und scheiße ist. Und das ist diesmal diese hier. Formuliert ihr bitte eine Frage. Ist es Dänemark, Polen, Tschechien, Schweiz, Österreich, Frankreich, Luxemburg, Belgien und die Niederlande? Aber ich habe keine Ahnung, wie ich das in eine Frage reinbekommen soll. Wird Basti dafür die Hälfte der Punkte schon geben? Ihr könnt euch Hälfte die Frage teilen. Basti bekommt okay, dann aber... Dann mache ich die andere Hälfte. Alright, dann kriegst du das, was er gerade gesagt hat. Schau, mache ich einfach nur, was ist oder was sind. Ich mache einfach nur, was sind vor diese Länderaufzählung. Das ist richtig dann auch, Nick. Ja. Du musst noch einmal kurz buzzern. Guck mal, Basti, was sind. Aber das ist doch eine dumme Frage. Das ist doch keine schöne Frage. Du hättest auch sagen können, was haben Dänemark, Polen, Tschechien, Österreich, Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Belgien, Niederlande gemeinsam? Ihr habt jetzt beide 200 Punkte bekommen, Basti und Nick im Teamwork. Wollt ihr die letzte, da fragt man sich noch fertig machen? Ja. Wer auch mal dran ist. Die Hauptstadt Deutschlands. Berlin ist die. Ist Berlin. Die Hauptstadt Deutschlands, keine Ahnung. Scheiß drauf, mach die Runde weg. Was ist deine Antwort jetzt, Maxi? Ist Berlin. Ach, das ist ja die Frage. Scheiß drauf, es ist so dumm. Okay, ich wüsste jetzt eine Frage. Okay, Nick hat aber schneller gebuzzert. So, ja, okay, Moment. Was ist Berlin? Ja, so rum. Das ist richtig. Ich glaube, Nick, ja. Was wäre deine Antwort gewesen, Basti? Zu welcher Stadt gehört der Verein Hertha? Die Hauptstadt Deutschlands. Wäre okay gewesen. Ist sehr abstrus, okay. Weil die Antwort sehr seltsam gewesen wäre. Also wäre eine sehr seltsame Frage und dann wäre die Antwort sehr seltsam. Aber das hätte theoretisch funktioniert.
Ich glaube, für Basti ist das einfach zu einfach, deswegen denkt er zu kompliziert. Und ich denke halt gar nicht und deswegen ist auch falsch. Und Nick ist genau in der Mitte, er ist perfekt dafür. Gut, die Kategorie ist glücklicherweise vorbei. Ja. Was hättet ihr gerne als nächstes? Musik in meinen Ohren 400. Gut, Musik in Nicks Ohren 400. Die Frage, die wir haben, ist, was ist eine Arie? Die fühlt, glaube ich, keiner. Das wusste ich. Echt jetzt? Das hatte ich gerade letztens gehört, ja, in irgendeinem Videospiel war das. Möchte irgendwer von euch buzzern? Nee. Auf gar keinen Fall. Die Antwort wäre gewesen, ein Gesangssolo. Alright, jetzt habt ihr noch zwei etwas leichtere Fragen in Musik in meinen Ohren und Spooky Season. Ich nehme euch einfach die Entscheidung ab und wir machen jetzt als erstes Musik in meinen Ohren 100. Ein deutscher Künstler, welchen in den letzten Monaten auf TikTok getrendet ist? Ich habe keinen TikTok seit Monaten. Okay, Nick? Dann würde ich sagen Mark Foster. Das ist richtig. Gut. Unser Marki. Alright, als nächstes gebe ich euch Spooky Season 200. Ihr kriegt ein Foto und gefragt ist, wie heißt dieses Monster? Basti? Frankenstein. Das ist richtig. Bin ich Frankenstein? Aber das wäre auch falsch, weil die Antwort ist Frankenstein. Ich weiß, das war der Witz. Alright, als nächstes die letzte Musik in meinen Ohren. Und zwar, wer feierte nach 14 Jahren am 20.10.22 sein Comeback? Basti? War das Peter Fox? Das ist richtig, das war Peter Fox. Und die letzte Spooky-Season-Frage ist, in was können sich Vampire angeblich verwandeln? Nick? Fledermises. Richtig. Und damit habt ihr das erste Board fertig. Mit dem Zwischenstand. Nick, 2300. Basti, 200. Und Maxi, minus 100. Es läuft super. Und ich gebe euch damit das nächste Board. Gaming in den Sternen geschrieben, hisst die Flagge, Boomersprache und Logos und Symbole. Ey, das finde ich so viel besser. Okay, ganz ich habe 200 Punkte, bevor ihr redet immer noch darüber. Dass Basti, ich habe minus 100. Ja, okay, aber ja, das sind 300 Differenz. Maxi hat am wenigsten Punkte. Maxi darf entscheiden, was wir anfangen wollen. Ich mache ganz ruhig mit Gaming 200. Wer ist die berühmteste Videospielfigur aller Zeiten? Boah, ist jetzt Auslegungssache oder gibt's da klar definiert was? Ich würde sagen Mario. Das ist richtig. Ja, die mit dem meisten Traffic, dem meisten Merch. Ich war bei Mickey Mouse irgendwie, aber Mickey Mouse ist, glaube ich, allgemein Filme, so cartoonmäßig. Ich hätte sogar gesagt Pikachu, hätte ich kurz gedacht. Oh, okay, Nick, du darfst als nächstes entscheiden. Was hättest du gerne? Eine neue Kategorie? Nee, ich würde gerne bei Gaming bleiben. Gaming, ja? 400 einfach. Wie ihr seht, es gibt hier auf jede Frage doppelte Punkte. Also das Board wird nochmal sehr ausschlaggebend sein. Minus geben, Alter. Das ist ein richtiges Board. Was ist die meistverkaufte Konsole? PlayStation Maxi? 2? Das ist richtig, stark. Echt, mehr als Wii? Anscheinend nicht. Anscheinend Wii, ist es die PlayStation 2. Ich würde dann bei Hiss die Flagge 200 mal starten. Oh, auf ganz entspannt. Okay. Die Frage ist, wir suchen eine rote Flagge mit einem schwarzen, zweiköpfigen Adler in der Mitte. Oh mein. Nick? Albanien. Richtig. Ich gehe für Logos und Symbole 400. Warum? Alright, Logos und Symbole 400. Ihr kriegt jetzt hier ein Bild und wir fragen euch, welches Unternehmen ihr sucht. Nee. Ja, oder ich hab's immer Fila genannt, aber das heißt Filz oder so. Filz, oder? Was ist deine finale Antwort? Ja, Fila. Halt scheiße. Fila. Ist richtig. Nein, ich hatte gedacht, du sagst jetzt Filz. Ich war so, okay, gehofft, Spam schon Filz drauf. Sagst, ich war schon am Spam. Ich so. Ja, aber Fila war meine Intuition, deswegen habe ich einfach gesagt, okay, dann nehme ich das. Okay, dann nehmen wir Logos und Symbole 800. Okay, stark. Ein Symbol, welches sich aus drei goldenen Dreiecken zusammensetzt. Nick. Das ist richtig. Das ist stark. Es hat sehr ordentlich Punkte gegeben. Ist von Zelda, oder? Ja. Dann hisst die Flagge 800. Da habe ich jetzt mal ordentlich reingeschallert. Ihr bekommt ein Bild. Müsst mir sagen, was für eine Flagge das ist, Basti. Das ist Kenia. Das ist Hauptstadt richtig. Nairobi. Das ist ein Schild mit zwei Sperren dahinter. Das ist richtig. Da 800 Punkte an Basti, damit Basti hat auch die 1000 verdient. Punkte geknackt. In den Stern geschrieben 400, weil ich einfach wissen will genau, was das ist. So. Die 400 ist so eine komplizierte. Kannst du jetzt selber beurteilen. Okay. Welcher Planet ist der Erde am nächsten? Nick? Mars. Das ist falsch. Ich gebe den Buzzer wieder frei. Keiner möchte buzzern. Der Mond zählt ja nicht als Planet, oder? Ich traue mich nicht zu drücken. Ich sag einfach Mond, auch wenn ich
Der Mond ist kein Planet. Ja, ich war, ach, scheiß drauf. Ich gebe den Buzzer euch nochmal frei. Basti, möchtest du noch buzzern? Trau mich nicht. Ist es die Venus? Ich drück nicht. Also die richtige Antwort wäre gewesen Merkur. Okay, dann nehme ich Boomer-Sprache 600. Und die hatten wir auch noch nicht. Nicht ins Maul schauen. Ihr habt jetzt quasi hier eine Sache und ihr müsst ein Boomer-Sprichwort daraus machen, was existiert. Neek? Einem alten Gaul schaut man nicht ins Maul. Close, aber es ist noch falsch. Shit. Ein sehr relevantes... Morgenstund hat Gold im Mund. Das ist auch nicht falsch. Richtig. Ah, scheiß drauf, ganz ehrlich, das ist kacke. Komm, Basti, das weißt du. Nee, ich komm nicht drauf. Basar rein da jetzt. Nee, ich weiß es wirklich nicht. Ich muss an Zahnärzte denken, aber mehr nicht. Dann schließen wir die Fragen ab. Nee, was hast du gesagt? Einem alten Gaul schaut man nicht ins Maul? Es wäre gewesen, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Das ist wichtig. Wenn du ein Geschenk bekommst und du findest es so ein bisschen mehr, dann sagt man, ah ja, nimm geschenkten Gaul, guck mal nicht ins Maul. Okay, Basti, was hättest du gerne als nächstes? Dann machen wir nochmal Boomer-Sprache 400. Vervollständige das Sprichwort. Viele Köche verderben. Ich habe einfach nur Angst, noch weiter runterzugehen. Same. Den möchte keiner haben. Na, viele Köche verderben. Ich würde die Punkte nehmen. Nick, beantworte mal für mich. Nee, ich weiß das nicht. Ich kenne das von meiner Mom, die hat es schon öfter gesagt. Aber ich echt? Ich glaube, dann ja. Wasser. Nee, auf keinen Fall, ich habe Angst. Ja, Basti? Nicht in die Suppe spucken. Sich nicht in die Suppe spucken lassen. Indirekt, oder? Du sollst wirklich das Sprichwort vervollständigen. Viele Köche verderben. Darf Suppe. Ich? Auch oder? Falsch. Daneben Brei. Möchte noch jemand buzzern von euch? Auf keinen Fall. Ja, schade, Maxi, es wäre gewesen den Brei. Ach, oh, Maxi, da rein, komm. Ach, Kacke. Das deine gewesen. Ich bin positiv, ich gehe mit Gaming 600. Jungs, drückt einfach mal nicht drauf, ich schaff das. Gaming 600. Die Frage ist, was ist das meistverkaufte Spiel aller Zeiten? Basti. Minecraft. So richtig. Danke, Basti, Kuss, ne? Danke. Hättet ihr das gewusst? Ich hätte es gewusst. Ja, Minecraft ergibt Sinn, auf jeden Fall. Alright, Nick, was hättest du gerne als nächstes? Gebe ich dir nochmal eine Chance. Machen wir Gaming 800. Gaming 800. Kuss. Welches Unternehmen erfand die erste Videospielkonsole? Nintendo. Nee, ich gebe euch den Wasser wieder frei. Jetzt habe ich aber auch ab. Ich habe eine Ahnung, aber ich traue mich nicht. Das sind zu viele Punkte. Das sind wirklich viele Punkte. Was wären denn eure Calls gewesen? Sega. Ja, ich hätte auch Sega gesagt, tatsächlich. Was hat Maxi noch gesagt gerade? Atari. Das wäre richtig gewesen. Oh, okay. Atari. Gut. Mit was wollt ihr weitermachen? Hiss die Flagge 600. Basti? Das ist Berlin. Das ist richtig. Der kam aber auch blitzschnell, Alter. Gut, als nächstes. Boomer-Sprache 800. Da haben wir für euch wieder ein Sprichwort. Vervollständiges Sprichwort, nur die Harten. Basti? Kommen in den Garten. Richtig. Dann sind Basti und Nick jetzt hier beide gut vorne. Maxi, du musst aus dem Minus rauskommen, aber ich glaube an dich. Basti und Nick beide mit 2700 und 2600. Also jetzt wird es bald entscheidend. Gaming 1000. Gaming 1000. Oh, alright. Okay. Aus welchem Spiel stammte ursprünglich das Press F to Pay Respect Meme? Ja, Basti? Boah, das war jetzt... Jetzt kommt Minecraft. Ich glaube, das war entweder L.A. Noire oder das war irgendein Call of Duty-Teil. Aber ich wüsste nicht, wie der Call of Duty-Teil hieß, deswegen sage ich L.A. Noire. Das ist leider falsch. Mm. Ich gebe den Buzzer wieder frei. Kann man einfach sagen Call of Duty? Einfach die andere Antwort von Basti nehmen? Weil das Ding ist, ich hätte das mit dem Call of Duty gar nicht gewusst. Ich hätte da jetzt irgendeins guessen können, aber das ist... Nee. Ach, guess einfach mal eine Runde. Nee, da gibt's zu viele Teile, Bro. Gut, dann buzzert keiner von euch. Dann hätte ich aber was verpasst. Es wäre gewesen COD, so wie Basti gesagt hat, Advanced Warfare. Ja, das habe ich fast nie gespielt. Das. Wir hissen die Flagge nochmal bei 400. Wir hissen die Flagge, 400. Ihr kriegt wieder ein Bild. Basti? Das ist Indonesien, weil das Seitenverhältnis nicht das von Monaco ist. Bei Monaco wäre es ein 3:5 Verhältnis. Oder ich hätte Österreich gesagt. Oh. Ich dachte an Polen erstmal. Polen ist andersrum. Ja. Das ist aber auf jeden Fall richtig, Basti. Logos und Symbole 600. Das bildhafte Symbol ist ein gleichzeitiges Dreieck, das einen Kreis und einen vertikalen Mittelstrich umschließt. Boah. Basti? Ich habe nicht gedrückt, ich schwöre. Nick? Das ist das Zeichen von den Heiligtümern des Todes. Das ist einmal ein Umhang, ein Zauberstab und ein Stein. Sehr stark. Das ist richtig. Krass. Heiligtümer des Todes, Symbol aus Harry Potter. Alright, Basti, du darfst als nächstes. Ich glaube, Maxi. Nee, alles gut, Toni. Nee, wir hatten ja Basti einmal war mit Maxi geschrieben. Die Flaggen, dann Logos und Symbol. Alles gut. Basti, komm, such dir was für mich aus. Außer hieß die Flagge, das nicht. Dann nehmen wir Boomer-Sprache 200. Perfekt, das wollte ich auch nehmen. Das richtige Sprichwort zu man soll nicht mit Steinen werfen. Basti? Wer im Glashaus
sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Richtig. Schön, schön, schön. Ich nehme dann, glaube ich, mal Hiss die Flagge 1000 für Basti. Eine Flagge eines Landes, die als einzige der Welt mehr als 4 Ecken besitzt. Das ja. ist Nepal. Das ist richtig. Sehr gut, damit ist Hiss die Flaggen durch, Gaming durch. Wir haben nur noch eine Boomersprache 1000, Logosymbole 200 und 1000 und noch sehr viele in den Sternen geschrieben. Nick, was hättest du gerne? Was in den Sternen geschrieben? Da haben wir irgendwie alle gerade ein bisschen Angst nach dieser Frage, oder? Lass mal reingehen in 600. Die Atmosphäre der Planeten Mars und Venus besteht überwiegend aus... Das ist eine schwierige Frage auch für 600. Ja, wir können auch mal über die Entfernung diskutieren, wenn ihr wollt. Also. Alles gut. Ich sag einfach Stickstoff, alles gut. Das ist leider falsch. Ja, das ist kein Problem. Ich take das, Jungs. Ich take da nichts. Ich auch nicht. Es wäre gewesen Kohlenstoffdioxid. Okay. Dann nehmen wir Logos und Symbole 200. Ja, das sollte machbar sein. Ein Kreis mit einem Kreuz unten dran. Was haben wir da für ein Logo oder Symbol? Basti? Das weibliche Geschlecht. Das ist richtig. Dann wird's jetzt, ihr habt noch 3000er Fragen, die können noch einiges machen. Das ist auch stark. Was hättet ihr gerne als nächstes? Machen wir in den Stern geschrieben 200. Wir suchen die bislang größte und langlebigste Raumstation der Menschheit. Die ISS. Das ist richtig. Es ist und bleibt spannend auf jeden Fall. Nick und Basti geben sich da gar nichts von den Punkten. Maxi, ich glaub an dich. Du kannst doch aufholen tatsächlich. Auch, alles gut, danke. Als nächstes Sneak. Okay, dann nehme ich Logos und Symbole 1000. Ihr kriegt ein Bild und wir fragen euch, welchen Videospielhersteller suchen wir? Basti? Sega. Sega. Das ist richtig. Hättet ihr das auch gewusst, alle? Ja, das ist A von Sega, ja. Dann warst du einfach nur sehr schnell. Wirklich sehr schnell. So, 4400 Punkte. Es ist und bleibt wirklich sehr, sehr spannend. Dann machen wir den Stern geschrieben 800. Ein Stern mit schwacher Leuchtkraft heißt wie? Maxi? Ein roter Planet. So, irgendwie hießen die. Oder? Roter Riese? Leider falsch. Irgendwie so eine Art, oder? Sind 2 Wörter, das ist zumindest richtig. Ah, aber irgendwas mit Rot. Möchte noch jemand buzzern? Basti? Nee, auch nicht. Es wäre gewesen ein weißer Zwerg. Alright. Ihr habt noch 2 Stück übrig, in den Stern geschrieben, 1000 und Boomersprache 1000. Was hättet ihr gerne als erstes? Boomersprache. Und zwar suchen wir ein Sprichwort, was mehr oder weniger Folgendes enthält, und zwar, man fällt selbst hinein. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Das ist richtig. Gut, kommen wir jetzt zur letzten Frage, und zwar die in den Sternen geschrieben Tausender. Und zwar suchen wir hier elektrisch geladene Teilchen, treffen von der Sonne auf Gasteilchen in der Luft. Wie nennt man dieses Phänomen? Anscheinend eine schwierige. Möchte keiner buzzern? Ich mache jetzt hier mal Safety und sage nee. Nee, dann müssen wir die nochmal. Ich habe zu viel Respekt vor der 1000. Das ist halt eine sehr. Ich würde es riskieren, Basti. Du kannst vielleicht noch gewinnen. Du, die Frage ist abschließend: Es wären gewesen die Polarlichter. Alright. Auf jeden Fall geht es jetzt folgendermaßen weiter. Und zwar bekommt ihr jetzt von mir eine Frage. Es geht hier um richtig und falsch. Und ihr könnt jetzt Punkte setzen. Normalerweise tut man erst Punkte setzen und dann die Frage. Aber wir machen es andersrum. Ich gebe euch erstmal die Frage und dann dürft ihr Punkte setzen. Wenn ihr falsch seid, sind die weg. Wenn die richtig ist, kriegt ihr das Doppelte zurück. Ich habe gar keine Punkte. Wie geht das dann? Du kannst trotzdem... Nee, du kannst trotzdem... ich glaube, du kannst trotzdem setzen. Die Frage ist, wie viele Teile Besteck gibt es im Weißen Haus. Und ihr kriegt eine Range plus minus 3000. Die 2, die am meisten Punkte haben, die 2 kommen ins Finale. Ich setze das maximale Limit einfach. Passt die. Stark. Wie viele Teile Besteck gibt es im Weißen Haus? Range plus minus 3000. Oh mein Gott, jetzt verstehe ich die Frage erst überhaupt richtig, Alter. Also, ja. Die Antwort von Nick ist 30.000. Die Antwort von Maxi ist 8500. Darf ich ganz kurz sagen, was ich mir gedacht habe? Die von Basti ist 19. Wie viele einzelne Pieces es so gibt? Also so eine Teegabel, also so Teelöffel, so. Großer Löffel, Suppenlöffel, das habe ich gedacht. Auf jeden Fall hat Nick 0 Punkte gesetzt. Basti hat 1787 Punkte gesetzt und Maxi hat random gesetzt. Um euch das kurz vorwegzunehmen, ihr seid alle falsch.
heißt, ihr verliert alle Punkte. Also, ja, die richtige Antwort ist 13.092. Auf jeden Fall sind das jetzt unsere Punkte, um ins Finale zu gehen. Maxi, du bist leider raus. Warum steht da minus 9.000? Nee, alles gut. Nee, ey. Manchmal muss man auch mal verlieren im Leben, weißt du, damit man auch mal gewinnen kann. Maxi, ich wünsche dir ich bin, glaube ich, der Sieger der Herzen, oder? Das stimmt. Ja, ja. Danke, das ich wünsche euch noch viel Spaß, okay? Und, Maxi, danke dir fürs Mitmachen. Ich habe nicht minus 10.000 geschafft, schade. Bis dann. Ciao. Tschüssi. Dann gehe ich jetzt mit euch ins Finale. Nick hat mehr Punkte als Basti. Heißt, Nick darf anfangen. Das Ganze funktioniert jetzt so. Wir haben bei uns 100 Leute gefragt aus dem Discord zu bestimmten Kategorien. Beispielsweise sowas wie nennt euer Lieblingsschulfach. Und wenn jetzt von 100 Leuten beispielsweise 20 Leute Mathe sagen und ihr sagt Mathe, dann kriegt ihr 20 Punkte. Ihr kriegt quasi immer so viele Punkte, wie viele Leute die Antwort beantwortet haben. Heißt, ihr müsst immer versuchen, die Antwort zu geben, die hoffentlich am meisten Leute aus dem Discord gegeben haben. Nick darf anfangen, und das ist nämlich das Wichtige bei dem Ganzen, Basti darf keine Antwort nennen, die Nick schon genannt hat. Dann, Nick, nenne ein Gericht. Pizza. Nenne ein Land aus Asien. China. Nenne ein elektronisches Gerät. PC. Nenne eine Automarke. VW. Nenne ein Tier. Hund. Dann darf jetzt Basti. Nenne ein Gericht. Pizza. Andere Antwort. Burger. Nenne ein Land aus Asien. Japan. Nenne ein elektronisches Gerät. PC. Laptop. Nenne eine Automarke. Mercedes. Nenne ein Tier. Katze. Alright. Basti muss mir noch was anderes nennen wegen ein elektronisches Gerät, weil PC und Laptop wohl als eins zählen. Ist ja jetzt doof, wenn ich Handy sage, oder? Also ich will. Doch, klar, kannst du. Kannst geht, du. Kannst ja. Dann würde ich Handy sagen. Okay. Das ist richtig assi, Alter. Ich nehme doch die Mikrowelle. tatsächlich haben 4 Leute Mikrowelle genommen, also es hätte sogar 4 Punkte gegeben. Scheiße. Also erstens hatten wir, nenne ein Gericht. Da hatte Nick Pizza. Pizza haben 23 Leute und es ist auch das meiste. Wollte Basti auch sagen, aber war schon weg. Deswegen hat Basti Burger gesagt. Das hatten 2 Leute. Zwei Punkte. Nenne ein Land aus Asien. Da hat Nick gesagt China. Das hatten 38 Leute. Und Basti hat gesagt Japan. Das hatten 25 Leute. Dann hatten wir nenne ein elektronisches Gerät. Da hatte Nick PC. Das haben 27 Leute. Und Nick hatte dann Handy. Das hatten 45 Leute. Dann hatten wir nenne eine Automarke. Da hatte Nick VW. VW hatten 12. Und Basti hat Mercedes. Das hatten 15. Also knapp. Bei Nenne ein Tier hatte Nick Hund, das hatten 27. Und Basti hatte Katze, das hatten 14. So, jetzt wird's sehr knapp. Da müssen wir einmal zusammenrechnen. Das ist aber sehr, sehr, sehr knapp. Wir haben Nick 127 Punkte und Basti 101 Punkte. Und damit hat Nick gewonnen. Claps. GG. Aber GG. Habt ihr beide strong gemacht. Sehr nice. Sehr nice. DJ. Danke, fürs, dass wir dabei sein durften. Sehr gerne. Und viel Spaß noch. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.